lesen die kleinen Kisten generell, dass die Trauben halt einfach unbeschädigt zu uns ins Weingut kommen. Wenn sie unbeschädigt sind und sie später, wenn sie kalt und dann frisch aufgeknackt werden, hast du einen ganz frischen, feinen Saft. Wenn die Trauben aber sich gegenseitig zerdrücken, weil zu viel Trauben aufeinander liegen in großen Kisten, hast du die Gefahr, dass halt eben, ja, dass du viel Oxidation hast und vielleicht auch einen Geschmack, den du gar nicht haben willst später. Weil wir haben es sehr warm mittags und gerade die Wärme ist es nicht unbedingt so toll, bei den warmen Temperaturen halt eben Trauben zu lesen. Deswegen lesen wir es halt ganz bewusst, gerade wenn wir jetzt im Kirschspiel sind oder auch im Moorstand später unsere Top-Rieslinge holen oder Geiersberg. Die werden ausnahmslos in die kleinen Kisten gelesen und somit hast du schon die Garantie, dass du einfach total viel Frische und einen perfekt reinen Geschmack hast. Okay.